Gebet. Ich preise Jesus, dass ich ganz frei bin. Denn wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Ich preise Jesus, dass das Gesetz des Geistes des Lebens in mir waltet und mich frei gemacht hat vom Gesetz der Sünde und des Todes. Ich preise Jesus, dass ich etwas sein darf zum Lob seiner Herrlichkeit, denn er hat mich vor Grundlegung der Welt dazu erwählt. Ich preise Jesus, dass ich in sein Bild gestaltet werde, denn er hat mich dazu verordnet, dass ich gleich sein soll dem Ebenbild seines Sohnes, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Ich preise Jesus, dass er selbst die Wahrheit ist. Ich preise ihn, dass er selbst das Wort ist. Sein Wort ist die Wahrheit, und die Wahrheit macht mich frei. Ich weiß, dass Satan ein Lügner ist und dass er ständig das Gegenteil von dem sagt, was Gott sagt. Ich sag mich los von den Lügen des Satans, wenn er mir einflüstern will, Gott sei nicht da, Gott sei klein, Gott habe mich vergessen, Gottes Wort sei nicht wahr, das Blut Jesu habe keine Kraft, er gedenke meiner Sünden, er habe mich verworfen, es werde nie anders, der Heilige Geist verwandle nichts mehr, es habe alles keinen Sinn, es sei zu spät. Diese Lügen lähmen mich und machen mir Angst. Deshalb werfe ich sie aus meinem Herzen heraus. Mit den Waffen des Wortes Gottes zerstöre ich diese Festungen und Anschläge des Feindes und nehme jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi, um fortan die Wahrheit zu bekennen. Sie macht mich frei. Halleluja! Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.